Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt es schon in der Videobeschreibung gelesen. Ja, ihr habt es gelesen. Es geht heute um Instagram. Und zwar werde ich ganz, ganz oft von euch über Instagram gefragt. Wie machst du deine Bilder? Wie bearbeitest du deine Bilder? Und. Und heute werde ich euch einige Fragen davon beantworten. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ich meine Detailbilder mache. Also, wenn ihr mein Instagram-Profil kennt, dann wisst ihr jetzt, wovon ich spreche. Falls ihr mich dort noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich jetzt hier tun. Ich blende euch hier mal meinen Instagram-Namen ein. Und zwar werde ich euch jetzt zeigen, wie ich diese Detailbilder mache, worauf ich achte, aber auch generell Tipps für Fotos, für Instagram und. Und ich würde sagen, wir fangen auch sofort an. So, ich habe jetzt hier ein paar Sachen schon vorbereitet, die ich für das Bild nutzen möchte. Und hier ist das fertige Instagram-Bild und wie ich das hinbekommen habe, das zeige ich euch jetzt. So, der Tipp Nummer 1 ist auf jeden Fall erstmal, sich einen Platz zu suchen, wo definitiv gutes Licht ist. Ich benutze ganz oft einfach unser Bett dafür, weil das Licht vom Fenster perfekt auf das Bett scheint. Und der nächste Tipp ist auch immer für mich weiße Bettwäsche. Bei mir ist ja sehr clean alles, sehr weiß in meinem Instagram-Feed. Und ich habe eigentlich immer weiße Bettwäsche auf dem Bett, weil das für mich die perfekte Fotounterlage ist. Kommen wir auch schon direkt zum Tipp Nummer 2. Und zwar habe ich immer verschiedene Untergründe quasi für ein Instagram-Foto. Also ich finde es immer schöner, wenn wirklich verschiedene Strukturen auf diesem Bild zu erkennen sind. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Struktur, einmal hier unsere Bettdecke und die nächste Struktur ist dann dieses Fell. Als weitere Struktur nehme ich jetzt ein Kissen, das ist mit so einem Samtbezug und lege das auch irgendwie so ins Bild rein. Ich werde das sowieso gleich alles nochmal irgendwie verschieben, wie es am besten passt. Der nächste Tipp wäre, sucht euch ein Farbschema aus, wonach ihr alle Farben anpasst. Also bei mir ist wirklich immer weiß, rosa, grau, mal ein bisschen schwarz und deswegen habe ich mir heute ein rosanes Tablett ausgesucht mit einer rosanen Serviette. Eine rosane Schüssel. Genau, werde jetzt einfach das Tablett so ein bisschen dekorieren. Das Tablett soll so der Hauptpunkt quasi des Fotos werden. Und werde jetzt einfach Gegenstände auswählen, wie zum Beispiel mein Handy, was ich mit aufs Tablett lege, weil es einfach farblich sehr gut passt. Dann zum Beispiel noch eine Blume. Blumen passen immer gut. Ich habe immer das Gefühl, sobald so Blumen mit drin sind oder was zu essen, also wirklich was Frisches wie Obst oder Gemüse, dass es einfach das Bild extrem aufwertet. Deswegen stelle ich jetzt hier noch eine Blume mit drauf. Was ich auch noch ganz oft mit auf Fotos nehme, ist zum Beispiel einfach so eine ganz normale Tageszeitung. Die bietet auch nochmal eine andere Struktur auf dem Bild als jetzt nur Stoffe und genau, die werde ich jetzt auch noch mit dazulegen. Wie ihr gesehen habt, habe ich das Set jetzt fertig gemacht. Ich habe jetzt wirklich darauf geachtet, dass ich immer eine Farblinie drin habe. Also ihr seht jetzt überall diesen rosanen Ton wieder durchschimmern. Ich habe überall das Weiße wieder aufgegriffen. Also es sieht jetzt sehr harmonisch aus für mich. Ich habe jetzt noch einen Kaffee dazu gemacht. Ich hatte eben versucht, noch mit einem anderen Getränk, aber es hat irgendwie farblich nicht gepasst. Ich bin da sehr perfektionistisch und wenn irgendwas nicht farblich passt, dann muss das wieder raus aus dem Bild. Hier noch ein kleiner Tipp. Ich habe jetzt alle Untergründe, die so übereinander liegen, immer wieder so ein bisschen übereinander und untereinander gelegt. Also ein Beispiel hier mit dem Handy. Ich würde das jetzt nicht einfach so dahin legen, sondern ich lege das immer zum Beispiel über einen anderen Hintergrund, dass man eine Verbindung hat zwischen dem Fell und der Zeitung. Das hört sich total bescheuert jetzt an, aber das sieht einfach viel harmonischer aus, wenn die Gegenstände immer mit den Untergründen verbunden ist. Genauso wie mit der Brille. Die Brille liegt nicht einfach nur so auf der Zeitung oder nur auf dem Fell, sondern sie liegt so in der Mitte, dass es quasi beides verbindet, also die Zeitung und das Fell. Und genauso auch wieder bei dem Kissen. Ich habe das Kissen auch extra über das Tablett jetzt gelegt und das Tablett auch extra mit der Ecke auf die Zeitung und auch auf das Fell gestellt, damit alles irgendwie ineinander verbunden ist und nicht einfach nur so aussieht, als hätte man es dort platziert, also dass es wirklich zufällig aussieht, als hätte man es dort einfach so abgestellt, auch wenn es in Wirklichkeit eigentlich gar nicht so ist. Ich werde ganz oft gefragt, womit ich meine Fotos mache und ich mache meine Fotos zu 90% mit dem iPhone. Das ist das iPhone 7 Plus von Tim. Damit mache ich die Bilder und man braucht eigentlich gar keine teure Kamera, um jetzt so wirklich gute Bilder hinzukriegen, weil man kann in der Nachbearbeitung noch ganz, ganz viel nachhelfen mit Nachschärfen oder Belichtung oder was weiß ich nicht was. Es gibt mittlerweile so viele gute Apps, die einem wirklich dabei helfen, die Qualität eines Handys auszugleichen und sie so wirken zu lassen, als hätte man die Fotos mit einer professionellen
oder Spiegelreflexkamera gemacht. Noch ein allerletzter Tipp, bevor wir anfangen zu fotografieren, das habe ich eben ganz vergessen. Und zwar baue ich das Set immer nach den kleinsten Gegenständen zu den höchsten Gegenständen auf. Sprich, von dort kommt das Licht, da ist das Tageslicht. Wenn wir jetzt das Kissen hier hinlegen würden, würden wir uns hier eine totale Schattenfront aufbauen. Das heißt, deswegen liegt das Kissen bewusst auf dieser Seite, dass es einfach nicht das Tageslicht vom Fenster wegnimmt. Das Handy ist der niedrigste Gegenstand, dann kommt das Tablett, dann kommt das Kissen und die Blume. Deswegen steht das wirklich wie, ja, so eine Rampe nach da quasi. Und das so als letzten Tipp. Boah, ich komme mir vor wie so eine Irre, ey. So, wenn ihr anfangt zu fotografieren, ist eigentlich das Allerwichtigste der Winkel. Ich mache meistens diese Detailbilder quasi fast von ganz oben oder so leicht angeschrägt von meiner Perspektive aus. Oft ist das dann so, dass ich durch die Kamera sehe, was man vielleicht doch nochmal verändern könnte, wie jetzt gerade. Und ziehe zum Beispiel das Kissen nochmal ein bisschen weiter weg oder drehe es nochmal ein bisschen anders, damit es einfach besser liegt. Ziehe die Zeitung mehr ins Bild, sodass es einfach auf dem Ausschnitt auf der Kamera gut aussieht. Und was ganz wichtig ist, Kamera. Die Kamera muss immer sauber sein. Damit habe ich mir schon so einige Zeit verplempert, weil meine Kamera nicht sauber war vom Handy und ich dann Bilder gemacht habe, die alle verschmiert waren. Aber jetzt kann es auf jeden Fall losgehen. Perfekten Winkel für mein Bild gefunden und das Bild ist im Kasten. Die Nachbearbeitung, da werde ich auch so oft von euch gefragt, die mache ich ganz oft mit der App, zum Beispiel Snapseed. Da kann man die Helligkeit erhöhen von Bildern und so, so viele Sachen ausprobieren. Die ist kostenlos, die App, die könnt ihr euch definitiv mal runterladen und anschauen. Also die ist wirklich top. Ansonsten mache ich die Bearbeitung auch alleine mit der Instagram-App und benutze dort die Helligkeitsfunktion, dass ich halt wirklich die Helligkeit viel höher ziehe, als sie normalerweise schon auf dem Bild ist, um das Bild einfach freundlicher wirken zu lassen. Und ich schärfe auch immer noch nach, quasi auch in der Instagram-App, um halt einfach, ja, das Bild tiefer wirken zu lassen. Und das ist auch dieser Effekt, den ich eben meinte, den ihr sonst mit dieser Spiegelreflex hinbekommt. Da bekommt ihr dann einfach nochmal ein bisschen mehr Qualität in eure Bilder. Ihr solltet es aber auch nicht zu übertreiben, weil sonst sieht es einfach auch sehr unnatürlich aus. Am Schluss lege ich natürlich immer noch einen Filter drüber. Hier noch ein Tipp, ich benutze immer denselben Filter, damit auch der Feed einfach immer gleichmäßig und schön aussieht. Dann genieße ich mein Set quasi. Also ich baue das nicht einfach alles so umsonst auf und schmeiße dann alles weg, sondern ich esse natürlich dann mein Joghurt, trinke in Ruhe meinen Kaffee, sobald ich das Bild gemacht habe, und das war's. So, ihr Lieben, das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch irgendwie weiterhelfen können. Falls ihr euch mehr solcher Videos von mir wünschen solltet, dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare und ich erfülle euch den Wunsch. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt sehr gerne hier tun. Hier geht's zum nächsten Video und ich freue mich auf euch und ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao!